Willkommen zurück bei The Evil Within. Was zur? Oh Gott, dieser Ruvik ist da verschwunden. Und gerade hat sich irgendwas geändert. Fuck. Oh Mist. Der will nicht, dass wir... Da will jemand unbedingt, dass wir da hingehen. Ich mach das dreimal. Ach, alle guten Dinge sind fünf, heißt das ja. Oh, ich kenne einen Trick. Rückwärts laufen. Ah, der kann nicht rückwärts laufen. Oh, doch, er kann rückwärts laufen. Warte, so. Mal gucken. Nein, das geht leider nicht. Okay. Wir haben es versucht. Aber wir sollen scheinbar dahin. Boah, und diese unsichtbaren Viecher, die waren ja nicht sonderlich cool. Voll wie in... Wie heißt das denn nochmal? Was steht hier vor? Und schon wieder ein Haufen Blut. Und wo zum Teufel sind wir hier überhaupt? Da sehe ich schon eine Falle. Das ist voll die Leichenrutsche hier. Vielleicht nehme ich auch mal wieder die... Das Ding. Halt nur gucken, wie ich das am besten benutze hier. Wo bin ich hier? Ganz ehrlich. Okay, die Falle habe ich irgendwie nicht gesehen. Hier ist eine Falle. Hier tropft es von der Decke. Das ist echt eklig hier. Okay, wir haben hier quasi so ein bisschen einen Safe Spot. Ich kann ja mal kurz gucken. Also wenn hier irgendwas über die Leiter oder durchs Wasser will, können wir das hier aktivieren. Wow. Oh Gott, ich bin... Vielleicht sollten wir nicht von hier da dran. Dieser monströse gespickte irgendwas von allem. Ein Schockbolzen, ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der getroffene Gegner mit einem Stromschlag in Schach hält. Er kann am Boden, an Wänden oder sogar auf Gegnern platziert werden. Das ist quasi so eine Mine. Okay, das sind glaube ich auch so Explosivdinger. Ah, okay, so funktioniert das. Wow. Krass. Ich frag mich gerade, was das hier so bringen soll. Ich glaube, wir werden hier gleich noch von irgendwas verfolgt. Um ehrlich zu sein. Gar nicht wissen von was. Irgendwie lange hier drin möchte ich aber auch nicht bleiben. So. Da
weil wir scheinbar nicht mehr genug davon haben. Ach, hier kommen wir nicht hoch. Okay. Noch mehr Pistolen, Munition. Oh, da haben wir jetzt auch unser Limit erreicht. Ich merke schon, Reserve ist hier am besten. Das sieht hier nach Öl aus. Das brennt auch. Das werden. Oh Mann, oh, ich mag nicht. Ich habe überhaupt keine Lust auf irgend so einen Mist. Hier ist eine Leiter. Da kommen wir rein. Das ist dieselbe Tür, okay. Ich muss nur gerade checken, was es hier alles für Möglichkeiten gibt, weil wir werden sie wahrscheinlich alle gebrauchen müssen. Hier oben sind wir erstmal sicher, können dann hier runter quasi. Boah, ich habe keine Lust, ich habe echt Angst. Das muss ich gestehen. Ich habe ein Problem. Ah, er springt. Ah, okay. Bei solchen Sachen springt er dann doch, wenn man rennt von alleine. Okay. Jetzt können wir uns hier reinschleichen. Wow, sehr sauber. Eine Falle haben wir ausgelöst. So, machen wir das doch mal. Versuchen wir es mal. Wir haben ja die Armbrust. So. Wir ziehen sie. Und, was war das? Schock. Platzieren wir das doch mal hier. Als Mine. Ich hoffe, das beeinflusst uns nicht genauso. Okay, sie kommen. Schon auf! Hoch mit dir! Hallo? Oh, Vorsicht, heiß! Vorsicht, heiß! Toll. Mist. Sie tot? Wir haben es überlebt. Relativ glimpflich sogar. Tatsächlich. Wow, da haben wir einige erwischt.
Schuss für die Schrotflinte verbraucht, aber ist okay. Das nehmen wir mit. Und ich will mal gucken, ob wir hier noch irgendwie was haben, weil wir haben hier ein paar Leute eigentlich kaputt geschossen. Und angezündet, hier oben vor allem. Oh, hier liegt auf einmal Munition. Toll, diese Blitzmine, die hat überhaupt nichts gebracht. Ah, ich muss das benutzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt sinnig war. Brennen? Wow, wir sind gerade durch eine Falle gelaufen. So. Können wir die auch entschärfen? Die überhaupt nicht gesehen. Scheinbar nicht. Irgendwie ist das ein bisschen blöd hier. Gut, wir haben es geschafft. Können wir das einsammeln? Aber oh, wenigstens können wir es wieder einsammeln. Das ist ganz gut. Oh, hier ist noch eine Kiste. Die habe ich gar nicht kaputtgeschlagen. Hier ist aber auch leider gar nichts. Okay. Wir checken kurz unsere Waffen. Ich glaube, ich wechsle doch wieder zu der doppelläufigen. Habe ich irgendwie ein besseres Gefühl. Ja, wir müssen die benutzen. Da haben wir noch ein. Zwei. Drei. Explosiv sollten wir dann ausrüsten wahrscheinlich. Und Blend. Hätten wir auch nicht machen können, aber habe ich irgendwie nicht. Mal gucken. Eine Arena haben wir quasi jetzt geschlagen. Ich hoffe, wir müssen nicht gleich wieder von irgendwas weglaufen. Ziemlich viel Blut. An den Wänden. Okay. Ist verschlossen. Hallo? Toll, wir können nur eine Kugel mitnehmen davon. Mir was zum Explodieren. Lauf! Nein! Das ist doch nicht dein Ernst, Junge! Lauf! Oh Gott! Wo müssen wir denn immer wegrennen? Okay, okay, okay. Wir gehen ja schon runter. Mist, ich hab's gerade doch gesehen. Hab den falschen Knopf gedrückt. Was machst du denn? Nutz das. Was willst du, verdammt? Thank you.
Oi. Ich weiß nicht, was es will. Ich will aber auch, dass es mich in Ruhe lässt. Shit. Alter. Wow. Ja, geschafft. Ich kann es kaum glauben. Ich auch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob wir es hätten besiegen können, ehrlich gesagt. Und doch, für ein andermal. Voll durcheinander mit allem hier, glaube ich. Oh Mann. Explosivbolzen. Ja, haben wir wenigstens gebraucht. Harpunbolzen. Nehmen wir das Ding mal wieder mit. Na toll. Naja, wir können auf jeden Fall hier relativ viele Sachen mitnehmen. Keine Ahnung, wo wir sind. Ey, was, wenn du mich einfach in Ruhe lässt? Ich habe keinen Beef mit dir. Ernsthaft, lass mich doch einfach in Ruhe. Wow. Irgendwie ist das alles ziemlich uncool. Nein, kommt nicht. Verflucht! Wow! Kapitel 4. Überlebt. Oh, das war ein Ritt, sage ich euch. Ah, Moment. Nein. Brechen, das überspeichere ich nicht. Ich überspeichere den anderen Spielstand, falls es wieder mal zu Problemen kommt. Leider ist es in letzter Zeit irgendwie immer wieder mal zu kleinen Bildfehlern gekommen. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Innere Tiefen. Das sehen wir beim nächsten Mal, die inneren Tiefen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder gespannt mit dabei. Ich werde es auf jeden Fall sein bei einer nächsten neuen Runde von The Evil Within hier bei mir, beim Moon Mods More mit mir, dem Demo. Bis dahin, cheerio und bye bye.